ganz herzlich willkommen zu Brisant, zur gewohnten Zeit für Sie, aber heute am letzten Tag des Jahres doch mit einer etwas anderen Brisant-Sendung, denn Brisant ehrt heute die Helden des Alltags. Vier Menschen, die in diesem Jahr etwas ganz Besonderes geleistet haben und die bekommen von uns heute diesen hier, den Brisant Brillant. Und hier sind sie, unsere vier Helden. Das ist Kevin Illitsch aus Moers in Nordrhein-Westfalen. Er rettete seiner Mutter das Leben. Aus Nesselwang im Allgäu kommt Mona Allgeier. Sie hat ein Musical geschrieben und aufgeführt, damit Geld für ein Kinderprojekt in Ghana zusammenkommt. Norman Beithahn aus Berlin wurde Zeuge eines Überfalls und zögerte keinen Moment, eine Frau gegen drei Handtaschenräuber zu verteidigen. In Ebenhausen in Franken ist Heinrich Hackenberg zu Hause. Er engagiert sich seit vielen Jahren für die vergessenen Kinder der Dritten Welt. Die vier Helden des Alltags sind zur Preisverleihung nach Kempten eingeladen. In festlicher Atmosphäre soll es bei Sternekoch Christian Henze ein großes Silvestermenü geben. Doch Marelle Höppner begrüßt mit einer handfesten Überraschung. Schön, dass Sie da sind. Und wir haben für Sie natürlich zum Wohl erst einmal etwas ganz Besonderes vorbereitet. Ein Vier-Gänge-Silvestermenü. Jetzt gibt's bei dem Menü einen ganz kleinen Haken. Es ist noch gar nicht gekocht. Das Menü kocht ihr heute. Die Mona lacht schon. Herr Allgeier, der Papa von der Mona. Wir wissen, dass die Mona eine super Sängerin ist. Ist sie eine gute Köchin? Ja, mittlerweile eine ganz hervorragende Köchin geworden. Also die Mona, das wird heute richtig gut. Ich bin sehr gespannt. Und ihr seid ja nicht alleine. Wir stellen euch einen echten Sternekoch zur Seite. Christian Henze hilft. Los geht's, auf in die Küchen. Hallo. Hallo, junger Mann. Hallo. Schön, dich zu sehen. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Hallo. Hallo. Also, hier, erste Station. Hier gibt es eine Paprika-Schaumsuppe mit Vanille. Das ist Ihr Part. Hier gibt es das Dessert. Eine Mango-Creme mit Amaretti und Basilikum. Das ist Euer Part. So, dann geht's weiter. Hauptgericht, ganz, ganz, ganz wichtig in einem Menü. Rehragout mit Maronen. Wunderbar. Alles gut? Ja. Nervös? Bisschen. Ach, ich bin auch noch da. Schauen wir auch schon zusammen. Gut. Und hier den Gourmet-Salat mit Chili à la Christian Henze. Sagen wir mal versuchen. Ja, das werden wir heute hinkriegen. Gut. Mona, für dich kommt No Angels-Sängerin Lucy. Wir fangen mit einem riesigen Applaus. Das finde ich auch ganz toll. Mona ist hin und weg. Also das ist schon mal gelungen. Heinrich Hackenberg macht sich für Kinder stark und wir haben uns überlegt, hier werden noch Tränen getrocknet. Wir wollen für Heinrich jemanden haben, der sich auch für Kinder stark macht. Andrea Katrin Löwig aus In aller Freundschaft aus der Sachsenklinik heute für Sie hier, Heinrich. Mit Elan. Hallo. Hi, hallo. Ich werde Ihnen heute zum Kochen an die Seite gestellt. Hier sind die Männer für den Hauptgang. Wie sieht es denn aus bei Ihnen? Naja, ja, es wird langsam. Hier ist Gemüse. Norman, sind Sie froh, dass Jackie Schwarz dazu gekommen ist? Ja, ist eine große Unterstützung zu mir. Weil er auch nicht so in der Küche Bescheid weiß. Nein. Sagt er mir, aber ich habe hier Erfahrung. Mehr oder weniger. Also, der Hauptgang braucht immer ja so ein bisschen die meiste Zeit. Ich werde Sie jetzt gar nicht so lang stören, aber ich komme wieder. Machen Sie mal weiter. Ich bin sehr gespannt, wie alles bis wird. Später. Und ich gucke mal zu den Mädels. Norman, darf ich mich mal so ein bisschen zwischenklemmen? Ich muss mal hier der Mona über die Schulter schauen. Wie läuft's? Wie habt ihr aufgeteilt? Auch bisher. Ich quatsche, sie schneidet. Genau. Das ist ja ein gutes Team. Wir haben das einfachste Gericht. Das Gericht ist am Das sagen wir den anderen aber nicht. Christian Henze könnte uns das genauer sagen. Das ist ja aller Christian Henze. Das hier bin ich. Hier bin ich. Um was geht's denn? Wir sind, fragen uns sowas aller Christian Henze. Oh, Maja, du, das ist eine Komposition. Das Witzige an diesem Salat und der Vorspeise ist der Chili. Wir machen ein ganz geniales Dressing mit einer leichten Chili-Schärfe. Das ist was für Lucy. Ich komme nachher vorbei und guck mir, wer das macht. Scharf und Chili passt Lucy, oder? Wir werden jetzt Spargel blanchieren. Kleine thailändische Bleistift-Spargel. Die habe ich auch noch nicht so klein gesehen. Eine Patenschaft bei unserem Verein ist nicht teuer. Ja? Die kostet im Jahr 103 Euro. 103 Euro, das sind 28 Cent am Tag. Ja? Und mit diesem Geld kann ich ein Kind in die Schule schicken, einkleiden, ernähren und, wenn es notwendig ist, ärztlich versorgen. Hier,
Es spritzt, Achtung. Jackie Schwarz, Sie fangen die Räuber im Fernsehen. Ja, da sind Sie bestellt, da halten Sie auch an, da ziehen Sie ein Messer nur dann, wenn Sie müssen. Dann weiß man auch, wie man springt oder nicht springt. Aber so wie im Leben, also ich würde mir, hätte mir das nie zugetraut und würde das auch nie machen. Also was er da gemacht hat, das würde ich, da bin ich viel zu feig. Dankeschön. Was machen denn unsere Damen hier? Wir haben gemerkt, dass man beim Kochen, genauso wie auf der Bühne, Spannung braucht. Genau. Und nicht locker und hier mit dem Löffel locker, wie der Christian sagt. Also Körperspannung. Und dazu genau. Kommen wir jetzt auch. Denn Mona ist eine Frau, die unglaubliche Spannung hat. Und sie hat diese Spannung genutzt für eine ganz tolle Idee. Hier kommt Monas Film.